Hallo und einen wunderschönen guten was auch immer. Ich begrüße euch zu einem etwas anderen C64 Video. Und zwar läuft das heute nach dem Motto Know your roots, kenne deine Wurzeln, erinnere dich daran, wo du herkommst. Das hier ist Dragster Crash. Kennt wahrscheinlich kein Mensch von euch, oder nur sehr, sehr wenige. Was daran liegt, es ist ein Basic-Spiel. Ja, sowas wird ja gern vergessen, aber tatsächlich ist es so, dass ein Großteil der Spiele, die ich anfangs auf meinen alten Computern gespielt hatte, sei es ZX81, Spectrum oder dann der C64, waren solche Basic-Spiele, die man abtippt. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Szene in dem Zeichentrickfilm Ratatouille, wo der Restauranttester dann am Ende den ersten Löffel nimmt von eben dieser Ratatouille und wird wie mit einem Time Warp zurück in seine Kindheit gebeamt, wo seine Mutter ihm das gekocht hat. So ähnlich war das eben für mich mit diesem Game, weil das Spiel hatte ich mir damals in Darmstadt im Kaufhof von einer Zeitschrift, die man dort kaufen konnte, abgetippt an einem C64, der dort stand zum Verkauf. Und hab's mir auf einer Datasette, also auf einer Kassette, abgespeichert und das eine ganze Weile dann besessen. Ja, und was das ist, das guckt ihr euch mal nach dem Intro an. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Hallo und willkommen. Bam! Ihr seht, es ist von dem berühmten Bio-Bierhahn aus dem Jahr 1983. Und es ist in Deutsch. Und es fragt uns, damit Ihnen nicht gleich das Blech wegfliegt, lesen Sie besser doch die Anleitung. Nee, Moment. Also wenn wir mal... Damit Ihnen das Blech nicht wegfliegt, lesen Sie nicht doch besser die Anleitung. Gut, sinngemäß dasselbe. Dann drücken wir mal Ja, weil es ist recht unterhaltsam. Sie müssen sich und Ihren Dragster heil und möglichst schnell ins Ziel bringen. Ihr Turbinentriebwerk läuft mit einem hochexplosiven Kerosin-Methanol-Gemisch, sodass Ihnen der Dragster bei jeder Gelegenheit um die Ohren fliegt. Das bietet sich an, das macht's spannend. Liegt Ihnen ein Stein im Weg, müssen Sie denn die Vorderräder durch kurzes Gasgeben hochziehen, da der Tank vorne sehr gefährdet liegt. Drücken Sie eine Taste. Beim Überspringen der Ölfässer, die gibt's also auch, müssen Sie auf der planierten Landefläche aufsetzen. Fahren Sie dann ins Ziel, aber nicht gegen den Baum. Zum Gasgeben drücken Sie eckige Klammer rechts, zum Abbremsen die eckige Klammer links. Na, ist nicht die eckige Klammer, es ist das größer-kleiner Zeichen, aber das ist egal. Drücken Sie eine Taste. Oh, die Zeit läuft schon. Okay, ich drück mal. Gas. Okay, er wird schneller. Und wie war das? Das ist wohl ein Stein. Ja, gut. Okay. Mal ein bisschen Sprit geben. Es kommt ja auf die Zeit an. Okay, 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 okay. Ah! Ja. Mhm. Etwas langsamer also. Wie ist das eigentlich, wenn man ein Spiel aus einer Zeitschrift abtippt, diese aber gar nicht kauft und man es dann aber speichert und mitnimmt, ist das dann eine Raubkopie? So. Ah, das war zu langsam. Okay. Na, ein bisschen mehr Sprit. Bisschen mehr Gas. Aber das war eben schon zu schnell, oder? Es steht halt nicht da, wie schnell man fährt. Oh, das war knapp. Okay. Und wie war das? Ich soll nicht gegen den Baum fahren. Zeitbonus 0.
War die Zeit schon abgelaufen? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Wieso steht hier eigentlich Level 9? Hä? Interessant. Und wie hat sich jetzt der Schwierigkeitsgrad geändert? Ah, okay. Wieder keine Zeit mehr übrig. Level 10. Also ich fange in Level 8 an, das ist komisch. Und wie schnell muss ich fahren, um überhaupt Zeit übrig zu haben? Na gut, das heißt, ich muss wahrscheinlich nach dem nächsten Stein tierisch bremsen. Ja, bam. Jetzt geben wir nochmal Gas. Jetzt müssen wir wieder bremsen. Oh, okay. Hallo? Will mich verarschen? Ich war doch im Ziel. Habe ich da was falsch verstanden jetzt? Na gut, probieren wir es nochmal. Ja, liebe Freunde des modernen Gamings. Mit sowas haben wir uns 1983 die Zeit... Ach Gott, ja. Entschuldigung. Mit sowas haben wir uns 1983 die Zeit vertrieben. Weil... Ja? Wollen Sie direkt in den Full-Pro-Modus? Was hat das zu bedeuten? Gerne. Was auch immer Full-Pro bedeutet. Keine Ahnung. Ich habe mir das Listing jetzt nicht näher angesehen. Ich... Ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwas übersehen habe oder übersprungen habe. Na, wenn das schon der Level 8 ist, wie sind denn Level 1 bis 7? Ja, ach so, ich verstehe. Die Plattform da ist kürzer, deswegen ist das Full Pro, okay. Die Landefläche ist kürzer. Ja, mit sowas hat man sich die Zeit vertrieben, weil echte Spiele waren viel zu teuer. Und man hat ja nicht so viel bekommen. Nicht jeder hatte Zugang zu Sicherheitskopien. Und auch nicht in dem Umfang. Und in den Magazinen waren durchaus nicht nur Schrottspiele. Also das hier ist jetzt natürlich gemessen an heutigen Maßstäben gar nichts. Ja. Ja, das ist zu kurz. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob ich das nochmal hinkriege. Mit der kurzen Fläche. Wollen Sie noch ein Spiel? Ja. Ja. Mal sehen. Scheiß auf die Zeit. Ich will nur wissen, ob ich es schaffe, auf dieser Plattform zu landen. Da war das natürlich eine interessante Alternative. Weil es waren durchaus immer mal ganz gute Spiele dabei. Die Abtipperei war natürlich sehr nervig. Und das hier, wie gesagt, ist ein Basic-Spiel. Das heißt, man konnte sogar noch was lernen. Weil man, je öfter man das gemacht hat, ja auch gelernt hat, den Code zu lesen. Ja, bei Maschinensprache spielen, also das, was eigentlich so Grundlage der meisten kommerziellen Spiele war oder ist, gab es eigentlich nichts zu lernen, weil das waren dann nur Zahlentabellen. Stichwort MSE. Die Älteren werden sich erinnern. So, jetzt gucken wir mal. Langt das? Ja, nicht ganz. Immer noch zu schnell. Also ohne Speed-Anzeige ist das echt schwer. Ist schwer einzuschätzen. Wollen Sie noch ein Spielen? Ja. Was passiert denn, wenn ich Nein drücke? Achso, da ist die... Da ist die Latte einfach länger unten. Ich jetzt mal beobachten, ob die dann kürzer wird. Egal. Ja. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und das war eins der kürzeren Spiele. Das war relativ schnell eingetippt. Ich glaube, das waren nur 2 Seiten oder so. Es gab auch Spiele, die waren elendlang.
Wieder zu schnell. Gibt's ja nicht. Oh, okay. Es geht also nicht nur um die Motorhaube. Wollen Sie noch ein Spiel? Ja. Wollen Sie in den Full-Pro-Modus? Ja. Ich will das nochmal wissen, ob ich das doch nicht irgendwie hinkriege. Also es ist Augenmaß gefragt. Witzig ist auch, das ganze Spiel ist deutsch. Ja, sogar unten das Ziel. Und die Texte, wollen Sie nochmal spielen, wollen Sie eine Anleitung, die ganze Anleitung ist deutsch. Aber oben steht Time, Score, Level, Credit. Ah, da hat nicht mehr viel gefehlt. Das war, glaube ich, in der Homecomputer oder CPU, so hießen diese Zeitschriften damals. Ah, nee. Ein Versuch habe ich noch. Manchmal vermisse ich das so ein bisschen. Das war nämlich irgendwie werthaltiger. Ich hatte immer so den Eindruck, wenn man sowas eingetippt hat und hat das... Yes! Ha! Hat das dann für sich selbst gemacht. Dann hatte das Spiel, auch wenn es nicht so toll war, knapp. Hatte es einen gewissen Wert, ja, weil man ja was geleistet hat, auch wenn man es nicht selbst programmiert hat. Man hat das eingegeben, man hat Tippfehler korrigiert, das war ja noch schlimmer, ja, wenn es nicht lief und man wusste nicht warum. Und dann hat man das mehr gehütet, weil es war ja schon irgendwie das eigene Spiel. Manchmal hat man die Sachen auch abgewandelt. Mir ist auch aufgefallen, ich habe dieses Spiel in mehreren Fassungen gefunden. Auch in einer, ich glaube, ungarischen oder tschechischen Fassung. Das Ziel ist erst... Ach da, okay. Und natürlich gibt es auch mehrere Fassungen, wo die Leute ihre eigenen Namen reingesetzt haben. Das bietet sich natürlich an, wenn es ein Basic-Spiel ist. Und wer frei von Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ich habe das bei manchen Spielen auch gemacht. Und ich habe das auch... in meinen ersten Hackerversuchen, als ich gedacht habe, ich lerne vielleicht doch richtiges Programmieren, habe ich das auch mit dem Maschinensprachenmonitor probiert, unter anderem bei California Games oder so Sachen. Wollen Sie noch ein Spiel? Nein. Ja, und das passiert, wenn man Nein drückt, ready, und man ist draußen, und wenn man jetzt List drückt, bleiben die Sprites sogar stehen. Ja. Das war ein kleiner Ausflug in die Grundlagen, in die Ursprünge der C64-Spiele. Und ich hoffe, auch wenn das Spiel selber wirklich sehr, sehr simpel ist, hat euch das Video ein bisschen Spaß gemacht. Hier ganz nebenbei, ich meine, das ist ja eh öffentlich zugänglich, dieses File, die Telefonnummer, die hier drin steht, die stimmt. Die Adresse stimmt auch noch. Ja, also vielleicht kann man den oder sie... mal interviewen. Keine Ahnung. Vielleicht sollte das mal jemand versuchen. Ich tue es nicht. In diesem Sinne, einen schönen Abend wünsche ich noch. Ihr seht das bestimmt abends. Und bis zum nächsten Video bleibe ich, euer Alex. Und ihr seid die Geilsten. Ciao, ciao.